eine Stimme heute mit Robert, Mitbegründer, Sänger und Songwriter der Münchner Band Rettweig. Hallo. Hallo, freut mich. Wir haben uns besonders auf das Interview mit dir gefreut, weil du ja nicht nur Musik machst und gerade dein eigenes Bandprojekt am Laufen hast, sondern ganz nebenbei auch noch BWL studiert und sogar eine Doktorarbeit geschrieben hast. Glaubst du denn, dass es wirklich funktionieren kann, wenn man zum Beispiel wie von liberalen Parteien propagiert, dem Markt die komplette Freiheit lässt? Also ich meine, es hat sich ja die letzten Jahre so mit den ganzen Bankenkrisen und Wirtschaftskrisen, die wir hatten, auch schon mit dieser Internetblase um 2000 rum natürlich gezeigt, wenn man so ein System, was ja dann nicht mehr auf realen Gütern letztendlich aufbaut, sondern eigentlich irgendwie auf einem künstlichen System, was sich der Mensch da so zusammengestrickt hat, dass es auch ordentlich nach hinten losgehen kann. Ja? Ich habe immer ein sehr unwohles Gefühl dabei, wenn es nicht mehr darum geht, Sachen herzustellen, die zu verkaufen, so wie es mal gedacht war, sondern wenn man eine vierte Option an der Börse auf irgendein Papier oder auf irgendeinen Rohstoff macht, das hat einfach für mich keinen realen Bezug mehr und da wird mir unwohl. Und da ist sicherlich die Aufgabe der Politik und des Staates, da ein Auge drauf zu haben. Klar, auch immer wieder die Frage, die sich dann stellt, warum bekommen denn die Banken so wahnsinnig viel Geld? Ja, warum werden die unterstützt? Warum unterstützt man die Bürger nicht? Ich glaube, es ist immer ein guter Weg, wenn die Wirtschaft durch die Politik so unterstützt wird, dass die Politik sich einfach vernünftige, erfahrene Leute sucht, die wirklich auch was bewegen können und mit denen zusammenarbeiten. Also eher Projekte unterstützen mit erfahrenen Leuten, als sagen wir mal administrativ oder auf politischer Ebene da irgendwie einzugreifen. Wie siehst du denn die Rolle der Wirtschaft in der Gesellschaft generell? Hast du das Gefühl, da wird zu wenig Verantwortung übernommen? Oder, Auf jeden Fall ist es ein interessanter Ansatz, wenn man im Leben was geschafft hat, da auch was zurückzugeben. Die Leute, mit denen ich da auch zusammen bin, in diesem Business Angel Kreis, den wir in München haben, sind eben 15, 20 Leute, die erfolgreich Unternehmen gegründet haben, die auch verkauft haben, über viele Jahre eben da mitgegangen sind, gesehen haben, wie anstrengend es ist und danach eben nicht rausgehen und sagen, ich verballer jetzt mein Geld für irgendwas, sondern einfach wieder Lust haben, junge Unternehmensgründungen mitzubegleiten, da Geld reinzustecken, Erfahrungen reinzustecken und zum Teil sind es auch dann soziale Sachen, die da passieren. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr spannender Ansatz, den wir in Deutschland weiterverfolgen sollten, das ganze Thema Social Entrepreneurship. Auch natürlich Corporate Social Responsibility, wie es dann bei Großunternehmen heißt. Das heißt ganz genau? Das heißt ganz genau, dass sich natürlich größere Unternehmen dann, also das ist zum Teil sicherlich auch dann nur Imagepflege in der ersten Instanz, in zweiter Instanz auch für wirklich gute Zwecke einsetzen, für wohltätige Zwecke. Und ich glaube, dass wohltätige Sachen besonders dann gut funktionieren, wenn sie trotzdem auch einen finanziellen Hintergrund haben oder einen wirtschaftlichen Hintergrund. Also wenn es nicht alles nur auf Spenden basiert und kein sozusagen Geschäftsmodell dahinter ist, sondern wenn man wirklich versucht, wie kann man denn eigentlich auf kleiner Ebene für die Gesellschaft sinnvolle Sachen machen. Das kann dabei anfangen, ein cooles Kindergartenkonzept aufzuziehen, bis hin, was wir in München haben, hier mit diesen BIS-Zeitschriften, ich weiß nicht, gibt es das in Berlin auch? Nee, das heißt Bürger in sozialen Schwierigkeiten, die verkaufen dann, die bringen selbst so eine Zeitschrift raus, wie hier Musikwoche ungefähr so groß und arbeiten da verschiedenste Themen auf, verkaufen das in Restaurants und bekommen dann auch, ich glaube, 50% des Umsatzes, der damit gemacht wird. Eigentlich eine schöne Sache für Leute, die sonst jetzt keine Beschäftigung hätten oder keine Arbeit hätten. Solche Konzepte meine ich eben im Bereich Social Entrepreneurship. Auch gerade aus so einer wirtschaftlichen, aus so einer Gründungskraft, da kann eben wahnsinnig viel entstehen. Also ich war letztes Wochenende in Hermannsdorf eingeladen, das ist ein Stück außerhalb von München. Da war der ehemalige Eigentümer von Hertha, also diese riesige Wurst- und Fleischereifabrik und hat dann irgendwann in den 80er Jahren einfach gemerkt, was mache ich hier eigentlich? Also ich töte systematisch x 10.000 Tiere, verarbeite die zu irgendeiner Wurst, das kann ja wohl so nicht weitergehen. Mhm. So, und der hat dann sein Leben komplett umgeworfen, er hat dann dieses Hertha-Unternehmen an Nestle verkauft und hat einen riesigen Bio-Bauernhof im Prinzip aufgebaut, also von Obstproduktion, Gemüseproduktion bis hin eben zu wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie auch immer man es dann persönlich für sich nimmt, vernünftige Produktion von Lebensmitteln und eben auch Fleisch, wo eben Tiere auch so leben, wie sie leben würden. Und das hat mich letzte Woche schwer beeindruckt, auch dieser Gedanke, Lebensmittel, was heißt denn das eigentlich? Wie können wir eigentlich besser mit unseren Ressourcen umgehen? Da sind ja auch in der aktuellen Diskussion, das ist natürlich mit dem Veggie Day, so die ein oder anderen Überlegungen im Gange. Ich bin kein Fan davon, Leuten irgendwas aufzustrukturieren, was sie gar nicht selbst wollen. Aber ich denke, Bewusstsein zu schaffen, das ist immer wichtig. Und sowohl in der wirtschaftlichen Welt als auch eben in der Thema Ressourcen, Thema Altersdemografie, was da passieren wird,
Das halte ich für auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Generell, auch du als Musiker hast ja bestimmt auch sehr viele relativ junge Fans. Gerade das ist ja eine Generation, wo die Politikverdrossenheit unheimlich groß ist, wo sich kaum mit solchen Themen auseinandergesetzt wird. Siehst du dich da auch ein Stück in der Verantwortung oder nutzt du diese Öffentlichkeit, die du hast? Ich merke es ja an mir selbst. Ich bin nicht unglaublich politisch interessiert und ich kenne nicht viele Leute, die unglaublich politisch interessiert sind. Woran liegt denn das? Also vielleicht muss man einfach tatsächlich ein bisschen früher ansetzen, im Kindergarten, in der Grundschule, Leuten ein Gespür dafür geben. Zumindest wenn ich so an die Generation meiner Eltern zurückdenke, was da so in den 60er und 70er Jahren an Krawallen passiert ist. Das sehe ich heute so nicht mehr. Vielleicht nehme ich es nur nicht wahr, kann sein. Ja? Wir haben mittlerweile auch andere Medien. Es ist natürlich auch schwierig. Was will man ganz anders machen? Aber also ich glaube, die zentralen Themen, die in den nächsten Jahren einfach passieren müssen, wir werden uns noch mal tierisch viel Gedanken über unsere Ressourcen machen müssen. Nicht nur über Öl, auch über Wasser, auch über das, was wir natürlich da im ganzen Bereich Fleisch und so weiter. Und einfach, wir sind gewohnt, alles zu jeder Zeit kaufen zu können. Da vielleicht noch mal so ein bisschen eine Sensibilisierung. Ich glaube, wenn man gute Dinge tut, dann kommen auch gute Dinge zurück. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Robert, für dein Interview. Vielen, vielen Dank dir.